So, Freunde, weiter geht's mit Castlevania. Wir gehen uns mal direkt in den letzten Level des Games. Wer wird uns hier wohl jetzt entgegen erwarten? Wird das Graf Dracula selber sein? Wer weiß. Stoppen tut das Ganze auf einer alten Brücke. Die wird uns gleich mehr als genug Möglichkeiten geben, das Spiel mal frühzeitig zu beenden. Hier auch ein kleines Wiedersehen mit alten Bekannten, diesen Riesenfledermäusen. Endgegner aus dem ersten Level, wer es verfolgt hat. Seine Sprünge muss man hier wirklich sehr genau timen. Wichtig ist es auch, diese Uhr hier mitzunehmen, die wird durch den zweiten Abschnitt des Levels extrem erleichtern. Oh, schnell weg und aus dem Bild. Gut, die letzte Fledermaus auch nochmal aus, die Tricks. Damit geht's dann direkt in den Uhrenturm von Dracula. Schnelles Skelettgebicht. Und ein paar von Dracula seinen sehr monotonen Wandleuchtern runtergeschlagen. Hier an dieser Stelle gibt es auch einen sehr leichten Trick. Man begibt sich an die Wand, das Skelett versucht dann zu einem rüber zu springen und kann es dann sehr schnell töten. Oh, den hier gleich mal frontal gebischt. Jetzt auch sehr wichtig, nehmt nicht diesen Dolch hier auf. Er wird euch die Uhr kosten und ihr könnt dann in diesem Abschnitt hier nicht die Zeit stoppen. Und ihn somit ohne Probleme durchlaufen. Glaubt mir, ohne diese Uhr werdet ihr extrem viel Energie verlieren. Wunderbar, alles ohne Energieverlust geschafft. Und damit geht's dann auch direkt zum Grafen. Wer Castlevania kennt, wird diese Szene hier schon zuhauf gesehen haben. Ich glaube, in 60% aller Castlevania-Teile sieht Dracula sein Level eigentlich fast immer gleich aus. Jedenfalls dieser letzte Abschnitt hier. Wichtig ist es auch, dieses Weihwasser hier mitzunehmen. Die zweite Gestalt von Dracula wird damit sehr simpel. Da ist er auch schon der Gute. Bei ihm ist jetzt der Trick, jedes Mal, wenn er seinen Mantel öffnet und seine Feuerbälle abschießen will, springen und ihn an den Kopf schlagen. Währenddessen er nicht zu sehen ist, immer in Bewegung bleiben, damit er nicht direkt in euch spawnt. Ansonsten ist das Ganze eine reine Geschicklichkeit und Konzentrationssache. Genau, das sollte nicht passieren. Ich hoffe, dass er mich nochmal treffen wird. Man sagt es noch und schon passiert es. Ganz schön Schwein ihr habt. So, zwei Treffer noch, dann wird er die zweite Gestalt annehmen. So, jetzt die zweite Gestalt. Da schmeißt man ihm erstmal sofort ein Weihwasser vor die Füße. Im Prinzip ist der Trick ein Weihwasser und zwei Schläge an den Kopf. Ihr seht euch das Weihwasser, solange wie es brennt, kann er sich nicht bewegen. Und ihr habt in aller Ruhe Zeit, ein paar Treffer zu landen. Okay, das hat er mich nochmal getroffen. Wunderbar! Das war's dann mit ihm. Dracula ist tot, das Land ist befreit von seinen miesen Hornen. Mein Let's Play ist damit auch beendet. Ich muss jetzt mal schauen, was ich dann als nächstes Projekt machen werde. Es wird definitiv irgendwas kommen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!